Heute geht es um einen ausgesprochen talentierten, aber zugleich für Skandale sorgenden Fußballer. Die Rede ist vom mittlerweile 34-jährigen Arda Turan. Warum er einer der polarisierendsten Fußballer im Weltfußball ist, warum er einen Journalisten im Flugzeug angegriffen hat und einem Sänger eine Kopfnuss verpasst hat, erfahrt ihr in diesem Video. Los geht's! Geboren wurde Arda Turan am 30. Januar 1987 in Istanbul. Mit 8 Jahren begann seine Karriere bei seinem Heimatverein Altıntepe Makelspor. 4 Jahre später begann auch schon seine Karriere bei seinem Herzensclub Galatasaray Istanbul. Mit 17 Jahren wurde er zum ersten Mal bei den Profis eingewechselt, doch wurde dann, um Spielpraxis zu sammeln, in der nächsten Winterpause an Manisaspor ausgeliehen. Die Leihe verlief tatsächlich dann auch perfekt für alle drei Beteiligten. Arda entwickelte sich weiter, Manisaspor hatte einen Spieler, der ihnen weiterhalf und Galatasaray bekam nach der Leihe einen stärkeren Arda zurück. Dann begann seine erfolgreiche Zeit bei Galatasaray. Mit 19 Jahren wurde er von Fatih Terim in die türkische Nationalmannschaft berufen. In der Europameisterschaft 2008 wurde die Türkei Dritter und Arda machte sich international einen Namen. Mit gerade einmal 22 Jahren wurde er zum Kapitän. Dies belastete ihn aber, weil Niederlagen ab jetzt seine Schuld wurden. Im Sommer 2011 wechselte er dann zum ersten Mal im Alter von 24 Jahren ins Ausland. Er spielte von nun an für Atletico Madrid. Er gewöhnte sich schnell an die spanische Liga und die Spielweise von Madrid. Er gewann mit Atletico zusammen die Europa League, den Supercup, einen nationalen Pokal und die spanische Liga. Unvergessen bleibt wahrscheinlich einer seiner ersten Skandale, in welchem er seinen Schuh auf den Linienrichter warf. Die damalige Nummer 10 von Atletico genoss Anerkennung in Madrid und verbrachte insgesamt eine sehr erfolgreiche Zeit dort. Dann wechselte er für 41 Millionen Euro zum FC Barcelona. Der Atletico-Boss Cerezo behauptete damals in einem Interview, dass Arda nicht zum FC Barcelona, sondern nach England wollte, er aber nicht durfte. Zitat: Der Transfer zu Barcelona wurde auch aus finanziellen Gründen gemacht. Arda ist ja ein Idol in der Türkei und einige mächtigen Gruppen wollten, dass er bei Barca spielt. Mit mächtigen Gruppen sind die türkischen Barca-Sponsoren gemeint: Lassa, Beko und Turkish Airlines. Die Wahrheit hinter dieser Aussage wurde allerdings nicht bestätigt. Arda ging mit dem Wechsel zum FC Barcelona eine 6-monatige Sperre ein. Dann schaffte die Türkei zusammen mit Arda Turan den Einzug in die EM 2016. 8 Jahre nach der erfolgreichen EM 2008 mit dem jungen Arda sollte nun die nächste türkische EM mit einem erfahrenen Arda stattfinden. Seine Beziehung mit Fatih Terim fing an zu bröckeln, weil es Berichten nach nun um Spielprämien bzw. Bonuszahlungen in der Nationalmannschaft ging. Die Türkei flog in der Gruppe der EM 2016 raus und Arda wurde von da an nicht mehr nominiert. Als er eine Zeit später dann doch wieder für die Türkei nominiert wurde, trat er zurück, nachdem er einen Journalisten angegriffen hatte. Hintergrund waren die Berichte des Reporters, wonach die Türkei bei der Euro 2016 deshalb so schlecht abgeschnitten hätten, weil man sich mit dem Verband bei den Bonuszahlungen einigen konnte. Also wurde Arda vorgeworfen, für die Nationalmannschaft nur des Geldes wegen zu spielen. Arda wurde handgreiflich und griff den Journalisten im Flugzeug an, ehe ihn zwei Mitspieler wieder abhielten. Er schimpfte in Richtung des Reporters Bilal Meşe: Du bist ein Haarsohn. Eher höre ich mit dem Fußball auf, als dass ich meinen Stolz und den meiner Familie beschmutzen lasse. Fatih Terim suspendierte ihn daraufhin von der Nationalmannschaft. Arda postete nach seinem Wutausbruch ein Statement auf Instagram mit den Worten: Habe ich mich richtig verhalten? Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht richtig, aber wenigstens ehrlich und stolz. Seine ohnehin wenigen Einsätze bei Barca, welche dem zum damaligen Zeitpunkt weltbesten Trio um Neymar, Suarez und Messi geschuldet waren, wurden immer weniger. Der neue Nationaltrainer Mircea Lucescu nominierte Arda Turan wieder für die Türkei. Als er dann während einem Rückstand und der damit verbundenen Nichtnominierung für die WM 2018 von den Kameras mit einem Lachen im Gesicht ausgewechselt wurde, erntete Arda einen Shitstorm. Im Winter 2018 wechselte er auf Leihbasis für 1,5 Jahre zu Istanbul Başakşehir. Am 32. Spieltag befand sich Arda zusammen mit Başakşehir in einem Meisterschaftskampf, ausgerechnet gegen seinen Herzensclub Galatasaray. An diesem Spieltag griff er einen Schiedsrichter an und bekam dafür eine Sperre für die nächsten 16 Spiele. Die Sperre allerdings wurde später auf 10 Spiele runtergesetzt.
Und das war noch nicht mal alles. Am 10. Oktober 2018 kam es zu einer Schlägerei in einem Istanbuler Nachtclub. Laut Berichten soll im Laufe des Abends Ada eine Frau mit den Worten "Wenn ich nicht verheiratet wäre, könnte ich an einer Frau wie dir nicht vorbeigehen" angeflirtet haben. Die Frau war allerdings die Ehefrau vom Popsänger Berkay Şahin. Während der Schlägerei mit Berkay im Club hat Arda Meldungen zufolge dem Sänger mit einer Kopfnuss das Nasenbein gebrochen. Dann suchte Arda Berkays Krankenhaus mit einer Waffe auf. Allerdings wollte er laut eigener Aussage den Sänger nicht bedrohen oder töten, sondern ihn auffordern, um Vergebung zu bitten. Die Staatsanwaltschaft forderte daraufhin eine Gefängnisstrafe von 12 Jahren und 5 Monaten. Turan wird eine vorsätzliche Gefährdung der allgemeinen Sicherheit, Körperverletzung mit Vorsatz und sexuelle Belästigung vorgeworfen. Die Strafe wurde letzten Endes auf 2 Jahre, 8 Monate und 15 Tage gesetzt. Diese Strafe wurde allerdings nicht vollstreckt, weil Adas bisheriger Lebenslauf sauber war. Seit dem Sommer 2020 ist Arda wieder zurück bei seinem Herzensclub Galatasaray. Während er letzte Saison 34 Mal auf dem Platz stand und 6 Scorerpunkte sammeln konnte, fällt er diese Saison schon seit dem zweiten Spieltag mit einer Sprunggelenksverletzung aus. Alles in allem zeigt sich, dass Arda Turans Karriere daran gelitten hat, dass er seine Emotionen nicht kontrollieren konnte. Angefangen mit dem Wurf des Fußballschuhs in Madrid, weiter mit dem Würgen eines Journalisten und der Kopfnuss gegen einen Sänger. Viele sind der Meinung, dass sein Wechsel zum FC Barcelona ihm schlecht getan hat, da der damalige Barcelona-Kader rund um MSN absolut Weltspitze war. Naja, Arda ist auf jeden Fall ein sehr talentierter Spieler, der aufgrund seiner Emotionen seiner eigenen Karriere ein Stück weit selbst im Weg stand. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, abonniert jetzt unseren Kanal. Ansonsten hören wir uns wie immer zur nächsten Woche bei der Fußball Talk. Ciao.